Wie kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land, aber der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange noch? Das Ende kommt in die neue Welt. Die Stämme sind gespalten. Sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Daher wird das Ende auch ungewöhnlich sein. Willkommen bei Biomutant. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Lexus und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir nehmen das Ganze hier im Livestream auf, mein neues Let's Play zu Biomutant. Da das Spiel wahrscheinlich eher so in Richtung 60 bis 80 Stunden umfassend wird, möchte ich von vorneweg nochmal sagen, ich werde kleinere Passagen rausschneiden. Die Parts, wo die für euch wahrscheinlich eher langweilig sind, weil ich dann einfach nur querbeet so ein paar Ecken erkunden möchte, die nehme ich dann raus. Also nicht wundern, denn die Videos werden sonst einfach viel zu lange. Und damit starten wir dann auch direkt. Let's go. Kodiere deine DNA. Okay. Wir haben hier den Urläufer. Die Urläufer sind eine sehr gewandte anthropomorphobe Spezies. Als Hybrid hat ihre Genmutation sie flink und wendig gemacht. Allerdings auf Kosten eines höheren Intellekts. Dann haben wir den Dumdon. Von allen anthropomorphen Spezies gehören die Dumdon zu den am wenigsten entwickelten. Die Hybridwesen kompensieren ihre mentalen Schwächen mit Körperkraft. Und dann haben wir den Rex. Die Rex sind eine außergewöhnliche, weit entwickelte anthropomorphe Spezies. Der DNA-Strang dieser verstoßenen Hybridwesen hat sich psychisch und mentalen Herausforderung gleichermaßen angepasst. Also eher so ein Allrounder, ne? Hühler. Die Hühler sind eine anthropomorphe Spezies mit regenerativen Eigenschaften. Eine Genmutation hat die Hybridwesen extremst robust und widerstandsfähig gemacht. Die Stats unterscheiden sich jetzt aber nicht in so vielen Punkten, ne? Okay, nehmen wir den Flip. Die Spezies der Flip ist bekannt für ihren hochentwickelten Verstand. Ihr genialer Geist ist eng verflochten mit den KI-Kräften, was ihre psionische Energie noch verstärkt. Und die Morgue gelten als Inbegriff einer idealisierten Spezies. Im Laufe ihrer evolutionären Entwicklung haben Form und Erscheinung die Oberhand über Funktion gewonnen. Nein. Definiere deine genetische Struktur. Kodiere deine DNA. Definiere deine genetische Struktur. Jawoll. Kannst du halt anpassen, je nachdem, wo man hinskillt. Ja, random. Zum Beispiel, ne? Passt das sich halt alles ein bisschen an. Also auch oben rechts, die ganzen Stats werden dann dementsprechend halt angepasst. Ich weiß noch nicht, ob ich den nehmen will. Hm,
Lass mal gucken hier. Intellekt bringt halt Kraft, KI-Energie, Energieregeneration, Agility, Bewegungsgeschwindigkeit. Stärke bringt Nahkampfschaden, Vitalität, Gesundheit und Rüstung. Charisma falschen, Glück, kritischer Treffer, Beutechance. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, also das Ding ist, ich würde schon gerne einen Nahkämpfer haben. Denke ich. So, und der Dumdon hat die besten Eigenschaften auf Nahkämpfer. Aber ich finde den, der sieht nicht so cool aus, ne? Ein charismatischer Nahkämpfer. Hast du schon mal einen charismatischen Nahkämpfer gekannt? Definiere deine genetische Struktur. Junge! Ich schmeiß mich weg! Junge, guck da! Alter Verwalter, wie sieht der aus? Ah nee, come on, bitte! Ja. Alter Verwalter, nein, ey. Scheiße, come on. Bitte, ey. Also da ist die Mitte dann doch am besten irgendwie. Scheiße. Codiere deine DNA. Warte mal. Definiere deine genetische Struktur. Ach. Also Charisma geht gar nicht, ey. So klug sieht das Vieh nicht aus, nee, ne? Also das gefällt mir eigentlich mit am besten momentan. So. Musste ich jetzt sagen? Also. Ja. Wähle eine genetische Widerstandskraft. Kälte, Radioaktivität, Hitze, Biogefahr. So, wichtig ein bisschen beide, Kälte und Bio. So, 4, 4, 8, 8. Radioaktivität und Hitze. Wähle deinen Fellstil. Wähle eine genetische Widerstandskraft. Hab ich doch gerade schon. Hab's sogar besser hinbekommen. Wähle deinen Fellstil. Das finde ich auch nicht so schlecht. Ja. Das nehmen wir. Bestimme deine Hauptfarbe.
Ach, die kann man auch noch bestimmen. Ja, aber so orange fand ich das eigentlich ganz cool. So, Helligkeit. Wähle deine Detailfarbe. Hey, lass dich aber weiß. Oh. Wähle, komm, Scharfschütze. Oh. Okay, Scharfschütze sind trickreiche, begabte Gauner, die ein Leben außerhalb von Recht und gesellschaftlichen Werten gewählt haben. Kommando. Kommandos wurden als Agenten einer Elite-Sondereinsatztruppe ausgebildet. Kommandos sind die Arbeit in kleineren Teams gewohnt. Psi-Freak. Psi-Freaks experimentieren mit psionischen Kräften und Mutationen. Es sind meist Ausgestoßene, die am Rande der Gesellschaft leben. Saboteur. Der Saboteur ist ein gerissener, fähiger Kundschafter, ausgebildet für verdeckte Operationen sowohl in Vororten als auch in der Wildnis. Wächter. Wächter widmen sich voll und ganz dem Schutz eines Hauses. Sie setzen sich für die Organisation als Ganzes ein und sind felsenfest von ihrem Dogma überzeugt. Seafree Kommando. Angriffe mit Fernkampf fügen dem Ziel 10% zusätzlichen Schaden zu. Deine Fernkampfwaffen werden sofort nachgeladen und dein nächstes Magazin enthält 20% mehr Schaden. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um einen Funkball abzufeuern. Dabei wirst du einen Ball in die Richtung, in die du schaust, und fügst dem getroffenen Gegner Schaden zu. Saboteur. Nahkampf-Doppelwaffen. Waffenfähigkeit. Rüstet zwei verschiedene einhändige Nahkampfwaffen aus, um beide gleichzeitig zu führen. Deine Energiekosten fürs Ausweichen werden um 20% reduziert. Wächter. Saboteur. Bloody, es ist ein Singleplay-Roleplay-Game mit Open World. Sorry, Spock. Servus auf jeden Fall. Ich werde mich aber für den Doppel-Nahkämpfer entscheiden, denke ich. Da ich ja Nahkampf auf mal ausprobieren will. Ich würde den Char mit der höchsten Crit-Rate entsprechend nehmen, ja. Sind diese jetzt aber hier nicht mit inbegriffen, also. Oder doch, warte mal. 10%. Ah ja, ich krieg hier beim Saboteur nochmal 10% drauf. Moin moin, Weinestee. Saboteur gewählt. Ja. Bist du startbereit? Ja. Ich würde sagen, wir legen los. Hast keine Wähle mehr? Das wird gehen. Ah, jetzt kommt das Tutorial. Hier ist jemand mit einer schwierigen Vergangenheit im Zentrum einer laufenden Geschichte stehend. Du stehst bereits an einer Kreuzung. Zu leben heißt, dem Leben eine Richtung zu geben. Wer keine Entscheidungen trifft, kann genauso gut aufhören.
Doch du stehst nicht nur an einer Kreuzung, sondern auch vor einer Wahl, dem Abbild deines Ki, der Urenergie, die alles durch... Darf ich mich vorstellen? Ich bin deine dunkle Seite, deine innere Stimme, um genau zu sein, ein Echo des Gleichgewichts und der Konsequenzen deiner Taten auf deinem Weg. Sollen wir böse sein? Ich bin eins mit dem Dunkel. Ich glaube, das Dunkel ist nichts für mich. Ich bin eins mit dem Dunkel. Nicht zu fassen, dass du dieses Ding mir vorziehst. Aber ich warte hier auf dich, falls du es dir anders überlegst. Dieses Ding? Ich bin direkt hier. Darf ich dich daran erinnern, dass wir zwei Hälften derselben Sache sind? Ich bin lediglich die bessere. Bessere Hälfte? Mein Weg ist besser und heller. Durch Licht kann man das beste Ergebnis leichter sehen. Das beste Ende ist das, bei dem du entscheidest. Und darauf scheint es bereits hinauszulaufen. Und tschüss. Manchmal kann wohl auch links das Rechte sein. Geschichten von Tod und den zurückgelassenen Toten. Eine Mahnung, dass man der Gejagte und der Gnade der Natur ausgeliefert ist. Fleisch des Fleischfressers. Erinnerst du dich an die Bestie, die deine Familie zerstört hat? Oder hast du dich entschieden, sie zu vergessen? Du hast dieser Welt den Rücken gekehrt und dich in deiner eigenen verirrt. Unterdessen ist der Jäger nur noch stärker geworden. Alt für Rollen, okay. Einfach, muss ich sagen. Was ist das? Oha, Special Attack hier. Lauf lieber weg. Ja, mach ich gleich. Weder die Zeit noch der Ort für dein Ende. Szene aus dem Intro. Bunker 101, okay. Der Räuber ist nicht die einzige Bedrohung. Mit Beginn der Endtage begann die Tierwelt zu mutieren und der Baum des Lebens begann zu sterben. Richte die Kamera auf einen Gegner, um mit Fernkampfangriffen auf ihn zu zielen. Um deine Fernkampfwaffe nachzuladen, drücke R. Ja, Standard. Ki-Energie wird zum Ausweichen für Mutationen und Spezialangriffen eingesetzt. Wenn du keine Ki-Energie mehr hast, kannst du diese Aktion nicht ausführen. Deine Ki- oder Chi-Energie regeneriert sich
Sowohl in als auch außerhalb von Kämpfen, okay. Bis zum Ende. Das gibt eine Narbe. Oha. Die Hälfte ist geschafft. Guter Treffer. Überall Kugeln. Man muss auf jeden Fall zwischendurch in den Fernkampf gehen. Huch. Hallo? Wie kann ich denn erste Hilfe machen? Oh, gar nicht. Klick, 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 klick. Bester Sound. Schön. Parieren, nachladen. Ich muss jetzt nur herausfinden. Oh ne, da wollen wir noch nicht hin. Wie ich mich heilen kann. Okay, außerhalb des Kampfes heile ich mich. Looten kann ich nix. Na. Elektrisches Modul, Waffenzusatzteil. Du hast ein Spezialeffekt-Zusatzteil für Waffen gefunden. Bringe es an deiner Fernkampfwaffe an, damit sie eine zusätzliche Schadensart verfügen kann, solange die Munition reicht. Gegen diese verschiedenen Waffen-Spezialeffekte sind einige Gegner besonders anfällig, andere wiederum resistent. Setze die Kugeln, setze sie klug ein. Okay, und wie kann ich das jetzt ausrüsten? F. Bringe das Spezialeffekt-Zusatzteil an, indem du es über das Schnellmenü für Verbrauchsgegenstände auswählst. Halte folgendes gedrückt, um das Menü zu öffnen. Ja. Hab ich. Macht da nur nichts. Okay, wird es wohl gewesen sein mit der 2 statt mit der 1. Hallo? Natürlich ist was im Klo. Hat der Captain bestimmt wieder was versteckt. Gesundheitspflaster. Nice. Halte 1 gedrückt. Ah, jetzt habe ich. Okay, alles klar. Jetzt kann ich regenerieren. Der Ölschlamm ist überall. Für die meisten bedeutet er den sicheren Tod. Doch manche konnten sich an die neue Umgebung anpassen. Die
die Evolution. Was? Keine Fernkampfwaffe. Jo, perfekt. Ich habe sie eben gerade nicht ausgerüstet, sondern weggepackt. Das ist natürlich auch geil. Die Treffer machen sich bemerkbar. Wow. Das war knapp. Es ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Sowas steckt man nur schwer weg. Kannst du von gefallenen Gegnern Heilungsgegenstände erhalten? Gehe zu einem. Ja. Denk daran, deine Heilungsgegenstände einzusetzen, wenn du verwundet bist. Halte folgendes gedrückt, um die Gegenstandsauswahl zu öffnen. Da sammelt sich einiges an Schrott. Gerade abgesoffen? Boah, da muss man erstmal reinkommen, ey. Sag's euch. Gar nicht so einfach. Der Ölschlamm ist übel. Ich will diesen Hilfetext ausschalten. Das nervt mich übelst, ey. Also wenn man einmal in eine Animation steckt, dann weicht er in dem Moment auch nicht aus. Das ist ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen komisch. Oh, come on. Du bist halb tot. Schieß alles in Stücke. So, endlich. Was hast du da gekriegt? Kribbeltoffee. Okay. So, jetzt aber schnell und direkt wieder raus. Schwein gehabt. Thank you.
Boah, was soll denn das sein? Schnell. Du hängst in den Seilen. Das hat weh getan. So, haben wir. Delikat. Ein sonderbarer Gegenstand. Oh, was haben wir da gekriegt? Blinker. Delikati. Oder mir ist der Typ, wo spricht, ist so nervig irgendwie. Man kann den Glaub nur auf Minimum stellen und nicht ganz ausmachen. Ja. Irgendwo muss das gehen, ne? Audio. Erzähler. Frequenz, ja. So. Ja, rein theoretisch, also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich finde es eigentlich ganz okay. Jetzt nicht der übelste Fan, aber auch nicht. Weiß nicht. Mich stört das jetzt eigentlich nicht so. Manche Gegner tragen große Schilde. Du musst den Schild mit Nahkampfangriffen durchbrechen, bevor du den Gegner Schaden zufügen kannst. Oh je, jetzt geht's aber los, ey. Aha, haben wir schon. Ich komme nur schwer dran, wenn ein anderer Nahkämpfer dabei ist, wenn ich die ganze Zeit hittet. Verpasst du mir eine mit dem Tritt, ey? Ich glaub so. Ich finde es schwer zu parieren hier momentan. Neue Stufe. Du hältst EP, indem du Gegner besiegst, Quests abschließt. Durch den Stufenaufstieg kannst du eines deiner Attribute um 10% oder 10 erhöhen. Außerdem erhältst du einen Punkt, mit dem du Fähigkeiten in dem Kung-Fu- und Talente-Menüs freischalten kannst und dich ins Menü begeben. Ja, ich hab einen Drücktab, okay. Kleines Energiepaket. Hier kann man nicht durch. Charakterkarte. Oh ja, Karte will ich mir mal angucken. Ja, nice. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, Leute.
Charakter-Aura gucken wir uns jetzt mal an. Bei einem Stufenaufstieg kannst du ein Attribut deiner Wahl um 10 erhöhen. Wähle aus der Liste das Attribut aus, was du erhöhen möchtest. Also ich glaube, ich werde am Anfang erstmal Agilität und Vitalität hochmachen. Für mehr Bewegungsgeschwindigkeit und dann halt dann erst Nahkampfschaden. Jetzt steckst du jeden Treffer weg. Ja. Wenn du Stufen aufsteigst, erhältst du Verbesserungspunkte, in denen du Spezialangriffe und Talente freischalten kannst. Es wird Zeit, deinen ersten Spezialangriff freizuschalten. Einhandhieb, unbewaffnet oder Doppelwaffen-Nahkampf? Ich glaube, ich nehme Doppelwaffen-Nahkampf. Okay. Wir haben verschiedene. Spezialangriff, schalte den ersten Spezialangriff frei. Ja, eine Abfolge von 5 Hits. Verzerrter Stier. Oh, das ist so ein Ansturm, ne? Das ist so ein Ansturm. Schwingender Wahnsinn. Kometenfuß. Doppeldrache. Unaufhaltsames Schwein. Junge. Unbekannte Macht. Ach, wie geil. Da schwingt er sein Schwert. Also, das ist cool, ey. Das sieht aus wie so Laserschwerter, die man durch die Gegend schießt, aber dann wieder zurückkommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich nehme den Ansturm. Wo war denn der? Mit dem Haken habe ich schon. Bist du dir sicher? Ach stimmt, die mit dem Haken habe ich schon. Aber wie mache ich das? Ach, nur Rechtsklick. Ach so. Die habe ich alle schon, ja. Doppeldrache, einfach 5-mal hintereinander Rechtsklick. Okay, alles klar. So, und da 2-mal Rechtsklick F. Ja, okay. Fertig. Okay. Sobald du mehr Verbesserungspunkte hast, solltest du sie in Talente und Spezialangriffe in Wung Fu und Talente-Menü investieren. Allgemein. Glückspilz. Aha. Ja, genau. Ich hab dich schon, weil ich den Nahkämpfer erstellt habe. Richtig. Ausrüstung. Habe ich noch nichts. Gesicht habe ich auch nichts. Da habe ich auch nichts. Rücken auch nicht. Kopf auch nichts. Hauptwaffe. Okay, ich habe noch nichts. Aber irgendwo hatte ich was. Inventar. Du brauchst Gegenstände.
Roboter aussehen kann man auch noch ändern. Taschenlampe, Funktionen, Taschenlampe, Gesundheitsinjektor, Gleiter, Geschütz und Stärkung. Cool. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Schau mal, ein Notfallkoffer aus der alten Zeit. Ein seltener Anblick. Kralleisen. Das Rohr sieht instabil aus. Das Kralleisen dürfte sich hier nützlich machen. Ja, Abrinder. Oh. Toll. Spiel minimiert. Höchste Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Ja, echt jetzt? Ich mein's ernst. Da komisch. Erzeugen in ihren Multiorganen Biomaterie, die sie unter Stress abstoßen. Wenn sie absorbiert werden, beeinflussen diese Knochen auf zellularer Ebene die kodogenen Stränge jedes. Du bist auf dem besten Weg, einen Spezialangriff auszuführen. Mögliche Spezialangriffe werden unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, um seinen Spezialangriff auszulösen. Drücke die angezeigten Tasten. Ja, das ist schön, dass er das mittendrin einfach aktiviert. Diese Kacke hier. Das gibt's doch nicht. Mann, warum kommen die Infos jedes Mal dazwischen? Also das ist... dich eingeschlossen. Drückte. Jetzt habe ich ihn gemacht, okay. Alter, die halten richtig viel aus. Wie verhalten die denn aus, ey? Okay, das war ein Spezialangriff. Okay. Das weiß keiner. Stürzt es bei dir mal ab? Du hast deinen Bio-Blob absorbiert. Das sind Punkte zum Freischalten von Mutationen. Du sammelst Bio-Lobs, indem du an verschiedenen Orten auf der Welt Morgs besiegst und Behälter findest, okay? Du kannst deine Bio-Lobs jederzeit einsetzen, um Spezialkräfte freizuschalten, indem du in den Mutationsabschnitt Menü gehst. Hm? Da was dabei gehabt? Ne. Auch nicht. Ja, nee, aber bei anderen schon. Okay. Eine Abstütze hatten wir jetzt nicht, aber. Oh, was haben wir da hinten? Ah, guck mal an.
Ach, schön. Ja, aber wenn Videos kommen oder so, dann macht er bei mir wieder auf Fenstermodus mit Rand. Und das stört mich ein bisschen. Um sich selbst vor dem drohenden Untergang zu retten, baute Toxanol sogenannte Archen. Aber war es bereits zu spät? Nur aus dem Logbuch einer einzelnen zurückgelassenen Arche wird deutlich, dass andere Archen durch die Luft und noch weiter reisten. Die, die zuvor hier lebten, haben wohl nie die Hoffnung verloren, eine neue Heimat für ihre Art zu finden. Sind wohl damit nicht fertig geworden. Ja, das ist ganz cool, ne, die Animation, dass er die Arme hochnimmt. Du hast ein Rätsel gefunden. Diese gibt es überall auf der Welt. Einige öffnen neue Wege, andere bieten dir verschiedene Belohnungen. Um den ausgewählten Knotenpunkt zu ändern, benutze W und S. Um den Knotenpunkt zu rotieren, Q und E. So viele Rotationen kannst du noch vornehmen. Je höher dein Intellekt ist, desto mehr Züge stehen dir zur Verfügung. Jeder Knotenpunkt hat eine bestimmte Position, in die er rotieren werden muss. Um das Rätsel zu lösen, gehe dir vorher die Züge aus, kann das Konsequenzen haben. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. So. Es gibt nur wenige Aufzeichnungen über die Ereignisse, die vor Äonen zur großen Apokalypse führten. Doch es ist offensichtlich, dass die Welt für das rücksichtslose Vorgehen der Toxanol Corporation nicht gewappnet war. Ihr Abbau seltener Erze und die Atomindustrie erzeugten Unmengen von Abfall, den sie ohne Rücksicht auf die Zukunft auf Deponien abluden, bis ihnen der Platz ausging. Und dann begingen sie einen gewaltigen Fehler. Sie luden den Giftmüll direkt ins Nass an der Küste ab und verließen sich darauf, dass er sinken und mit der Zeit verwittern würde. Und sie hatten recht. Doch auf die Folgen war niemand vorbereitet. Die Strahlung im Nass wirkte sich auf die Gene der Lebewesen aus und sorgte für bizarre Mutationen bei ihren Nachkommen. Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und das gesamte Ökosystem waren unvorstellbar. Die Natur schlug zurück und die Welt, wie sie sie kannten, brach zusammen. Sie sollte nie wieder dieselbe sein und was davon übrig blieb, wurde zur Heimat ihrer Nachkommen. Ja, und jetzt sind wir ein blau-oranger Waschbär. Ja, türkis. Geräusch von funkensprühendem Metall bedeutet nie etwas. Es kommt von hinter dieser Tür. Ich habe nichts gedrückt. Ein Warnzeichen. Dieser Kasten scheint ordentlich Gehirnschmalz zu verlangen. Ich habe den Satz nicht zu Ende gebracht. Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. Hm.
Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Na bitte. Ja, war schon verdammt schwer. Überanstreng dich nicht, ne? Moin Georg, grüß dich. Mit einem perfekten Konter betäubst du den angreifenden Gegner. Bei einem betäubenden Gegner wirren Sterne über dem Kopf und du kannst ihn in die Luft schleudern, wenn du ihn erneut triffst. Drücke dafür Q. Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. Du solltest ihm besser helfen. Der Rollende. Ja, ich will ihn mal hoch. Kriegst du eine. Ja, komm, hau zu. Ne, macht er nicht. Okay, tschüss. Das war der letzte. Rede mit dem Rollenden, bevor die Verstärkung eintrifft. Erstmal muss ich mein Loot einsammeln hier. Sag her damit. Er möchte dir danken, dass du ihn beim Kampf gegen die Plünderer unterstützt hast. Er klingt vertraut. Du weißt nur nicht, wieso. Er stellt sich als steinalt vor. Er weiß, dass er schon lange fällig ist. Doch noch gibt er nicht auf. Dass du ihn nicht erkennst, wundert ihn nicht. Damals, in jener schicksalhaften Nacht, warst du noch ein Kindling? Es kursieren Gerüchte über eine einäugige Kämpferseele jenseits des großen Walls und er freut sich, dass sie wohl wahr sind. Die Legende des ausgestoßenen einäugigen Kindlings ist gleichermaßen alt und traurig. Das Kindling hätte jedes sein können. Doch das Böse, vor dem es geflohen war, hatte ein Mal hinterlassen. Eine Narbe im Gesicht, um an das Geschehene zu erinnern. Gabube Farhi.
Daran, dass Lupa Lupin dich nach dem Überfall aufs alte Dorf aus irgendeinem Grund am Leben ließ. Sicher hatte er einen Grund dafür, doch welchen? Du bist das Kindling, kein Zweifel. Und was Lupa Lupin deinem Dorf angetan hat, deiner Mamu und deinem Papu, war der Anfang vom Ende. Er sagt, es habe lange gedauert, bis du die Vergangenheit bewältigt hast und wieder zurückgekehrt bist. Doch er ist dankbar dafür. Nach dem Überfall zerbrach die Einigkeit. Als Folge der Verderbnis, die über das Land hereinbrach, entzweiten sich die Schüler deiner Mamu und gründeten eigene Stämme. Als das Dorf zerstört war und du verschwunden bist, brach ein Streit zwischen den Familien aus und die Schüler wandten sich gegeneinander. Ohne den Baum des Lebens hätte niemand überlebt. Er hofft, dass du dich zumindest an den Baum erinnerst. Nö. Standardmäßig springen die Dialoge der NPCs automatisch von einer Zeile zur nächsten weiter. Wenn du den Dialog manuell weiterblättern willst, kannst du das in den Einstellungen ändern. Okay. Also eins steht mal fest, ne? Also ich muss sagen, halt hier so die Grafik an sich, ne? Finde ich mega geil. Sieht schon echt episch aus. Ach guck mal, jetzt bin ich der Kleine. Was ist das? Fragt, ob du erschöpft bist, da es vom Dorf bis hierher recht weit ist. Er fragt sich, ob deine Mamu weiß, dass du hier bist. Vor allen Dingen Mamu. Ich weiß auch nicht, ne? Ich denke bei Mamu nicht an Mama. Klingt, als denke er, das stimmt nicht, auch wenn dein Herz sich verfinstert. Nichts ist so stark wie die Liebe einer Mamu. Er versteht, warum du den weiten Weg auf dich genommen hast, um sie zu sehen, die Kartoffelköpfe. Die Kartoffelköpfe, auch Nono genannt, sind ein kleines Wunder. Sie sind irgendwie mit diesem Bäumchen hier verbunden und nähren es. Du könntest recht haben, denn genau wie Kartoffeln stecken sie voller Energie, einer exzellenten Quelle an Ki. Die Nono ziehen es vor, sich im Glitzergras zu verbergen. Er meint, du solltest hingehen und es schütteln. Vielleicht lässt sich dann einer von ihnen blicken. Okay. Ich geh mal schütteln. Jawohl, ich ein kleiner Kung-Fu-Panda hier, ey. Genau, ich gehe das Glitzerglas schütteln. Oh. Du hast einen entdeckt. Darauf kannst du stolz sein, denn sie zeigen sich nicht jedem. Die Pensei brauchen die Ki-Energie der Nono, um den Kreislauf zu vollenden und zu einem Baum des Lebens zu werden.
Das wird die Zeit zeigen. Jedenfalls möchte er dem sein Leben widmen. Er ahnt, dass das Schicksal der Welt davon abhängt. Der Baum muss lange Zeit genährt werden. Nur wenn die Nono ihr Ki explosionsartig freigeben und eins mit dem Baum werden, wird der Baum ein starker werden. Du wirst ein Netz brauchen, um den Nono zu fangen. Er möchte, dass du seins benutzt und sanft vorgehst. Die Nono sind empfindliche Wesen, eine Verkörperung des Ki, der Urenergie. Alter. So rede ich demnächst mit euch auch, Leute. Du schwingst dieses Netz wie ein Naturtalent. Er ist beeindruckt. Er ist für jede Hilfe dankbar. Da draußen gibt es jede Menge Nono, die zu den Wurzeln des Pensai-Baumes geleitet werden müssen. Oh, es braucht eine stetige Zufuhr an Ki für die nächsten 20 Monatszwölfer, also unzählige. Er hofft, dass der Baum eines Tages hoch genug ragt, um die Welt zu erhalten. Aber heute solltest du dich darauf konzentrieren, dass dieser eins mit dem Baum werden kann. Ich hab Maß, ey. Führe den Nono mit dem Baum zusammen. Da wirst du behindert im Kopf. Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Ab heute besteht sein Lebensziel darin, den Pensai zu hegen und zu pflegen, bis er zu einem Lebensbaum wird. Nicht nur zum Wohl des Dorfes, sondern zu dem aller Lebewesen. Eines Tages wird der Frieden gestört werden. Dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Die Auswirkungen der rücksichtslosen Handlungen derer, die zuvor hier lebten, sind bereits sichtbar. Wenn sich nichts ändert, sind alle verdammt. Das Land wird die Folgen der Nebeneffekte des industriellen Fortschritts der alten Welt nicht überstehen. Er meint, du solltest überrascht zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Das stimmt nicht. Wegen ihr gibt es Einigkeit und nur sie ist stark genug, um die 6 Schüler des Wung Fu zusammenzuhalten. Er hat dich für eine Weile verloren, doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Er erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. Doch jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf.
Ist er das jetzt in dem Rollstuhl oder was? Die genetische Evolution nach der Apokalypse, die durch die Toxanol Corporation herbeigeführt Hallo, wurde, Captain. Führte zu einer explosiven Mutation der Weltenfresser-DNA. Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Viz repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Noko hat den Mute gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Mit ihm kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Ja, da ist ein Name dabei. Steinalt sagt, seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Dies wird kein leichter Weg, doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Aber wir sind stark genug. Geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird. Besiege ich die Weltenfresser näher? Was ist dieser Pummelschnauber? Er meint, Namen besitzen Macht. Um sie zu schwächen, gab er ihnen diesen Namen. Für ihn ist besonders Pummelschnauber sehr persönlich, da ihm diese fleischfressende Bestie das Bein genommen hat. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Wenn er bis dahin noch lebt. Stangenetz. Also Stangenetz finde ich auch gut. Langsam hast du es raus. Am schnellsten geht es durch das Dach raus, wo sie reingekommen sind. Das Seil sollte dir genug Halt bieten. Ich finde das ein bisschen zu viel Hilfe. Muss ich sagen. So wie hier bin ich hergekommen, ja. Also ich meine... Da wäre ich halt absolut nicht selber drauf gekommen. So, jetzt sind wir draußen. Ich glaube, das ist immer noch Tutorial. Kann sein, ja. Seine Tage sind gezählt. Ohne Hilfe wird er den Umweltwandel und den Angriff der Weltenfresser nicht überstehen. Guckt mal, Leute, in der Ferne. Da sieht man mal wieder deutsche Baukunst, ne? Die hat sogar Millionen von Jahren überstanden. Also der Strommast steht da immer noch 1A, ne? Deutsche Baukunst. Ein Wegweiser für alle kartografisch Überforderten. Was? Mal sehen.
überall auf der Welt befinden sich Wegweiser in der Nähe von interessanten Orten. Du schaltest einen Wegweiser frei, indem du mit ihm interagierst, ja? Wähle einen freigeschalteten Wegweiser auf der Karte aus, um schnell dorthin zu reisen. Also schnell reisen, ja. Drücke M für Karte. Jo. Hingepinkelt. Muss schon mal darauf achten, wenn wir den nächsten Wegweiser finden. Das muss der Weltenfresser sein, der Stein als Bein abgebissen hat. Wenn du den erledigen willst, musst du dir was einfallen lassen. Im Laufe der Zeit haben die Weltenfresser in dieser Welt Spuren hinterlassen. Dies ist nicht das erste Dorf und auch nicht das letzte, das ihm zum Opfer fällt. Sieh, jemand hat überlebt. Es ist gut zu sehen, dass es jemand geschafft hat. Oha. Oh, eins, zwei. Oh, hier liegen voll die Toten rum. Das ist schon ein bisschen barbarisch hier. Er hat von den Schrecken gehört, für die die Weltenfresser bei den anderen Enklaven sorgen. Doch er hätte nie gedacht, dass sie bis hierher kommen. Dein inneres Gleichgewicht sind zwei Hälften, die ein ganzes bilden, das alle Dinge durchzieht. Ab und an kannst du dein inneres Gleichgewicht durch Taten um Entscheidungen in Dialogen offenbaren. Nur wenige handeln stets nach der gleichen Maxime. Unser Ganzes bildet aber die Summe aller von uns getroffenen Entscheidungen und Handlungen. Die Balance deiner Handlungen bestimmt deinen Aura-Wert, welcher deine Dialogoption mit anderen Charakteren beeinflusst. Selbst wenn der Baum des Lebens den Angriff überleben sollte, sorgt er sich, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was sich noch retten lässt. Ihm ist nicht klar, was für eine Verbindung du zu diesem Ort hast. Doch etwas sagt ihm, dass du deinem Herzen treu geblieben bist. Oh, Alter. Für Interaktion mit Gefangenen und Psy-Schreinen erhältst du Psy-Punkte. Damit kannst du die Psy-Kräfte freischalten. Diese Kräfte können nun freigeschaltet werden, sobald du das dafür benötigte dunkle oder helle innere Gleichgewicht erlangt hast. So oder so braucht er deine Hilfe. Er sagt, man wird nach den eigenen Taten beurteilt, nicht nach den Absichten. Wir haben jetzt die dunkle Seite ausgewählt, ne? Auf dem Arsch sein. Er versteht nicht, warum du so etwas tun würdest. Er schafft es hier nicht alleine raus. Gut gemacht, Schlaukopf. Ich werde dich ins Dunkel führen. Ernsthaft? Ich hatte dich immer für besser gehalten. Und da liegst du falsch. Es gibt immer mehr Dunkel als Licht. Es ist immer noch Zeit, zurück ins Licht zu treten. Es geht bereits in meine Richtung. Mal weggehauen. So, du hast einen Psy-Punkt erhalten. Verwende ihn, um Kräfte im Mutationsmenü freizuschalten. Einige Kräfte werden erfordern eine bestimmte Aura-Wertung. Du
kannst mit Psi-Punkten nun Kräfte freischen, die entweder keine Farbe. Wow. Wir denn da? Da war gerade zweimal. Überlappt, vielen lieben Dank für deinen zweiten Monat, Reaper. Und willkommen, ne? Hi. Dankeschön. Da ist Steinalt schon wieder. Er muss etwas Wichtiges vergessen haben. Steinalt weiß, dass du eine bessere Chance gegen die Weltenfresser hast, wenn dir ein Stamm zur Seite steht. Und es befinden sich zwei in der Nähe. Der Yagni-Stamm dürfte deine erste Wahl sein, da er nach der Vorherrschaft strebt und vor allem gefürchtet werden will. Wen du auch wählst, es wird nicht leicht sein. Denn der Konflikt zwischen den Stämmen spitzt sich zu. Sie stehen am Rande eines Krieges. Mendes, vielen lieben Dank für deinen Follow und schön, dass du da bist. Seit sich die Giganten aus den Tiefen des Nasses erhoben haben, wollten die Myriad um jeden Preis die Weltenfresser aufhalten. Es erscheint logisch, sich auf die Seite der Myriad zu stellen, um eine zersplitterte Welt zu vereinen. Aber wäre es auch richtig? Eins ist jedoch sicher, das Schicksal kommt, so oder so. Der Yagni-Stamm verfolgt immer nur ein Ziel, die Welt durch Auslöschung der Schwachen ins Gleichgewicht zu bringen. Sie glauben, um die Welt zu erneuern, muss sie gesäubert werden. Darum lassen sie zu, dass die Weltenfresser den Baum des Lebens zu Fall bringen. Sich mit den Yagni zu verbünden, ist jedoch keine gänzlich schlechte Sache. Das Schicksal findet einen Weg. Steinalt sagt, jemand muss die Pattsituation aufheben, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Yagni oder der Myriad zu verschieben. Er glaubt, der Stammes-Sifu wird dir zuhören. Du solltest zumindest einem von ihnen einen Besuch abstatten, vornehmlich den Yagni. Im Falle der Yagni ist es Teil ihres Plans, die Weltenfresser den Baum des Lebens zerstören zu lassen. Sie glauben, nur durch eine Säuberung könne die Welt gerettet werden. Falls du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wartet er am Fuß des Baums des Lebens auf dich. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Vielen lieben Dank an den anonymen Spender des Gift-Subs an Blazing. Herzlichen Glückwunsch. Also, deine aktuellen und begonnenen Quests werden im Tagebuch angezeigt. Schau dafür ins obere Menü. Du kannst bestimmen, welche Quest verfolgt werden soll. Öffne dazu den Tagebuchreiter und wähle eine andere Quest aus. Mr. Kaffee ist ein echt böser Charakter, ja. Aber ich finde seine Idee auch nicht schlecht. Also, ich will auch jetzt die dunkle Seite spielen. Zwinge die gegnerischen Stämme. Besiege alle Weltenfresser. Sprich mit dem. Da gehen wir hin. Eine weitere Weggabelung. Entweder der Tunnel oder die Motorbrücke. Wie entscheidest du dich?
Wir gehen auf jeden Fall links rum. Geh einfach rüber. Hat mir auch eine verpasst, ne? Down ist er. Hat gleich beide ausgeschalten. Down. Nein! Oh. Boom! Hat eine gekriegt. Die da kann ich nicht töten. Das sind, glaube ich, Leute von dem Stamm, wo ich jetzt hin will. Wisst ihr, was ich schade finde? Ich mag ja entdecken und so, ne? Dass man hier nirgendwo so Gegenstände haben sie wieder unzerstört findet und so. Geschlampt, was früher Luken. Mist war. Als ob es nicht schon vor dem Stammeskrieg schlimm genug gewesen ist. Ich werde die Gegend hier so ein bisschen erkunden, genießen, so. Ne? Vielleicht kommt das noch. Weiß ich nicht, hier so Bären oder keine Ahnung, ne? Oh. Wieder nachladen. Zerlegt. Ja, Waschbär-Style, ne? Erstmal den Müll rausgeholt. Jetzt. Voll die Bunkeranlage hier. Das haben die gebaut, die Bunkeranlage, ja. Das ist die Festung des Yagmi-Stammes. Ihre Freundschaft kann Fluch oder Segen sein. Das liegt ganz bei dir. Du kannst entweder zur Lösung des Stammeskrieges beitragen oder Teil des Problems werden. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Danke für die 100 Bitties. Dankeschön.
Oh, hier ist, warte mal, hier ist wieder so eine. Pinkelt der jetzt wieder da dran? Jo, er pinkelt wieder dran. Sehen. Sagt, sie sind im Krieg und misstrauisch Fremden gegenüber. Merkt an, dass der Sifu seinen eigenen Zeitplan hat, ist jedoch gewillt, dich hineinzulassen, um zu sehen, ob er dich empfängt. Ah, lässt mich zumindest rein. Na, Babu. Der Yagni-Stamm strebt nach der Vorherrschaft und will vor allem gefürchtet werden. Sie wollen die anderen Stämme bezwingen, denn nur durch ihre Vormacht können sie den Frieden garantieren. Der Sifu ist entschlossen, den Baum des Lebens durch die Weltenfresser zerstören zu lassen. Denn sie wollen die Welt säubern, um von Neuem zu beginnen. Er heißt dich in der Yagni-Festung willkommen und stellt sich als Sifu des Stammes vor. Die Kunde einer kaltblütigen Kämpferseele, die den großen Wall durch den Spalt in Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Der Wall trennt ihr Land von der Andersseite, dem Ödland, aus dem du kommst. Er schätzt, deine Zeit dort hat eine Leere in deinem Gedächtnis hinterlassen, die so trist und karg wie das Ödland selbst ist. Er versteht, dass man sich manchmal erst selbst verlieren muss, um sich selbst zu finden. Doch er freut sich, dass du hergekommen bist. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Manchmal kann eine Erinnerung eine andere erwecken. Er hat ewig nicht mehr an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Deine Mamu hat Wung-Fu erfunden. Ursprünglich umfasste es den unbewaffneten Kampf, sowie die sechs Waffen. Den Bumerang, den Shuriken, den Bogen, den Stab, das Nunchaku und den Kettenhaken. Der Sifu sagt, ihr solltet die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Im gesamten Land herrscht Unruhe. Und in allen Richtungen lauern Gegner. Die Yagni wollen keine Einheit zwischen den Stämmen. Sie streben nach der Vorherrschaft und wollen vor allem gefürchtet werden. Sagt, Furcht und Hass sind der einzige Weg zur Herrschaft. Doch das weißt du bereits. Es sollte dir also leicht fallen, diese Seite in dir anzunehmen und ihnen dabei zu helfen, die Stämme zu bezwingen und die Weltenfresser den Baum des Lebens zerstören zu lassen. Wir wollen die Stämme bezwingen und die Weltenfresser den Baum des Lebens zerstören lassen. Warnung. Dadurch wird die Zerstörung des Baums des Lebens zum Endziel des Spiels. Besiegte gegnerische Sifus können nur unterworfen oder bezwungen werden. Ja, dann ist das das Spielziel, ne? Und beim nächsten Mal Biomutant machen wir das andere. Oder was sagt ihr dazu? Ich weiß halt jetzt nicht, was ist, wenn ich jetzt Nein drücke, ob ich dann noch bei dem anderen Stamm vorbeischauen kann. Bleib dir treu, dunkle Seite der Macht.
nicht. Alles klar. Er hatte erwartet, dass du dich ihnen anschließt. Du begreifst, dass im Universum das Prinzip des Stärkeren gilt. Wer andere beherrscht, bestimmt über alles. Der Sifu hat darauf gewartet, dass etwas das Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme bezwingen könnt. Er will, dass der Myriad-Stamm zuerst an die Reihe kommt. Die Bestimmung der Yagni liegt darin, das zu tun, wovor andere sich zu sehr fürchten. Die falschen Illusionen von Einigkeit der Vergangenheit und Gegenwart zu überwinden und die Kontrolle über das eigene Schicksal zu übernehmen. Die Stämme zu vereinen und den Baum des Lebens zu retten, wird nichts ändern. Ihre Sippe muss den Krieg beenden, bevor ihr Ende ist. Selbst wenn sie Schmerzen erleiden müssen, werden sie nicht freiwillig das Opfer spielen. Sie haben nicht vor, es in die Länge zu ziehen. Ansonsten laufen sie Gefahr, dass der Gegner von ihnen lernt. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Okay. Myriad, das ist er. Ihr habt beide ein dunkles Wesen. Also soll es auch ein echter Krieg werden. Ein Krieg, an dessen Ende nur Verluste entstehen. Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten. Dann darfst du die Stammeswaffe führen. Sobald du alle gegnerischen Außenposten erobert hast, kannst du ihren Sifu herausfordern, um über ihr Gebiet, die Stammeswaffe und die Sippe zu herrschen. Deine Mamu brachte jedem Schüler den Umgang mit einer Waffe bei. Sie sollten der Selbstverteidigung dienen, nicht der Jagd oder dem Krieg. Doch in letzter Zeit sieht man sie nur zum Zweck von Angriffen. Dein Anblick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Die Yagni wollen keine Einheit zwischen den Stämmen. Sie streben nach der Vorherrschaft und wollen vor allem gefürchtet werden. Er kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen, Gutes zu tun, immer noch in dir. Jedenfalls kommst du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten beim alten Dorf vorbei. Doch für Sentimentalitäten fehlt die Zeit. Der Krieg wartet nicht. Was ist denn mit dem alten Dorf? Er versteht, dass du dich nicht erinnerst, doch er spürt einen gewissen Verlust. Ich nicht mal Antwort. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Verlasse die Yagni-Festung. Okay, ich gehe ja schon wieder. Findet, du hast recht. Die Welt ist bereits am Ende. Man sollte daraus einen Vorteil schlagen. Hat vollstes Verständnis. Ja. Guck mal hier.
Kann ich erstmal was klauen. Sehr cool. Bietet dir außergewöhnliche Preise für außergewöhnliche Dinge an. Erkennt, dass du schnell einen Handel abschließen willst, rät dir aber, dir für ein gutes Geschäft mehr Zeit zu nehmen. Händler sind auf bestimmte Waren spezialisiert. Nahkampf- oder Fernkampfwaffenteile, Ausrüstungsteile, Kleidung oder Reittiere. Das Stöbern bei Händlern ist eine gute Möglichkeit, bessere Teile für deine Ausrüstung zu finden. Fehlt dir ein bestimmtes Teil für eine Waffe, schadet es nie, bei einem Händler vorbeizuschauen. Gegenstände kaufen. Und was haben wir da? Gegenstände verkaufen, ja. Ich will mal gucken. Fernkampf. Ui, was muss ich denn hier alles sammeln, ey? Ich hab 0 aktuell. Was kann ich verkaufen? Brauchst Gegenstände, okay. Sonst habe ich noch nichts. Ne, kaufen. Ach, hier kann ich Waffenteile. Protonok. Fix. Holzschaft, ja. Pyro. Felsschaft. Oh. Boah, da gibt es hier viele Sachen. Mit Zielfernrohr. Mündung, Schäft. Ach ne, das ist ein Schaft. Ne, Aufsatzmodifikation. Okay. Seltenheit, Qualität. Ah, das zeigt mir die Qualität an, okay. Ja gut, ich habe jetzt erstmal kein Kram, nix. Gehen wir erstmal an. Was war hier für ein Typ? Auch ein Händler? Aber da kann ich zu gehen. Fragt sich, wann du mal schläfst. Wer so spät noch wach ist, führt meist nichts Gutes im Schilde. Blauen aber sie gibt am See. Hat vollstes Verständnis. Hat vollstes Verständnis. Kann ich hier? Oh ja, was kann man hier machen? Bietet dir außergewöhnliche Preise für außergewöhnliche... Spürt. Au. Oh, okay, was hat die für Sachen? Nahkampfteile, Hefte. Teile. Okay, cool. Kann ich dann Schwerter machen oder so? So, und was hat der denn? Der müsste dann Rüstung haben, ne? Sagt, hier ist der beste Ort für ein gutes Geschäft. Verschiedenes? Sonnenbrille. Kleidung. Gummipolster. Boah, hat die besten Werte, ne? Mhm. Oh ja, hier, da sehe ich mich, ne? Da sehe ich mich richtig. Ledermantel. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Eigentlich ja dahin, ne? Was sagt denn die Tagebucheintrag? Durchquere die Waldlichtung.
Quest. Pass auf, da vorne ist ein Mump. Die hat die Evolution hart erwischt. Besonders die Wackelmumps. Sie wurden entstellt und entfällt. Okay. Der hat mich mal innerhalb kurzer Zeit einfach aus dem Leben genommen. Pass auf, da vorne ist ein Mump. Die hat die Evolution hart erwischt. Besonders die Wackelmumps. Sie wurden entstellt und entfällt. Okay, blocken kann man das nicht. Manchmal nimmt er das auf der 1, manchmal nimmt das nicht auf der 1. Ich muss jetzt mal, bevor ich den Kampf hier loslege, ich muss bloß nachgucken. Nee, war nicht dort. Oh, pass auf, da vorne ist ein Mump. Die hat die Evolution hart erwischt. Besonders die Wackelmumps. Sie wurden entstellt und entfällt. Schneller, besser. Drücke die Leertaste, um die auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um
um Brand zu nutzen. Brand schleudert dich vorwärts und hinterlässt eine Spur aus Feuer hinter dir. Wimpernschlag. Das nehme ich. Was? Wimpernschlag. Alt. Wie soll ich denn das machen? Ach so. Ja. Also ich muss scheinbar mittlere Maustaste drücken und dann die Fähigkeit so, und ich will jetzt irgendwas noch auf Schusswaffe. Alt, rechts, links. Doppelschusswaffe. Aha. Manöver. Basis-Nahkampf. Kann ich schon alle, okay. Kann ich auch schon alle. Betrunkene Ameise. Rechts, rechts, F. Nehmen wir die. Jo, sehr schön. Wie viel Schaden macht er mir denn bitte? Pass auf, da vorne ist ein Mump. Die hat die Evolution hart erwischt. Besonders die Wackelmumps. Sie wurden entstellt und entfällt.
Sobald du in den Nahkampf gehst, so im Aufbau, ja, ohne Scheiß. Kannst du auch gleich die ganze Zeit nur auf Range bleiben. Alter. Was ab jetzt? Geh gleich eine rauchen. Pass auf, da vorne ist ein Mump. Die hat die Evolution hart erwischt. Besonders die Wackelmumps wurden gestellt und entfällt. In dem Special Attack kann ich sogar noch getroffen werden. Vor allen Dingen, wie viel? Er macht mir einfach drei Viertel meines Lebens weg, ey. Was ist das für eine Scheiße? Du brauchst ja gar nicht in den Nahkampf gehen, ey. Das tue ich gar nicht. So, und dann kriege ich einfach, ja, nichts. Übelst viele Leichen hier, ne? Was zu holen? Nein. So, die leuchten einfach nur. Ein Ort, an dem die Zeit verloren ist. Aber man spürt ein Kribbeln, wenn man hier ist. Es gibt hier etwas Besonderes, das dich anzieht. Mal sehen.
Aha, hier sind wir jetzt, okay. Dann machen wir weiter. Mit der Zeit verblassen die Erinnerungen. Und manchmal ändern sich auch die Empfindungen. Es geht nicht darum, wer du warst, sondern wer du werden wirst. Diese Geschichte... Echos einer lange verlorenen Vergangenheit flüstern im Wind. Hier ist jemand, der jeden Tag so nimmt, wie er kommt. Er fragt, wie es dir heute geht. Glibbo fühlt sich immer besser, wenn er einen Fehlschlag hinter sich lässt. Er freut sich, dass seine gute Laune so ansteckend ist. Er fragt, wo du abgeblieben bist und hofft, dass du draußen auf dem See deine Schwimmtechnik verbessert hast. Er weiß, dass Wung Fu schwer zu erlernen ist. Darum hat deine Mamu nur 6 Schüler. Nimm dir eins nach dem anderen vor, dann schaffst du mehr in kürzerer Zeit. Er findet, mittlerweile solltest du wirklich schwimmen können. Und ihm wird es eine Ehre sein. Wie rabiat. Warst du zu langsam oder was? Ach, um links die Anzeige, ja. Sehr gut. Er sagt, dass es doch gar nicht so schlimm war, oder? Ja.